Hallo, willkommen zurück. Wir sind jetzt beim Teil 5 unserer Vorlesung angelangt und wir gehen in den Bildbereich. Ich werde gleich erklären, worum es dabei geht. Also die Faltung, die wir gerade eben angeschaut haben, die findet ja im Zeitbereich statt. Ja, wir integrieren über tau und erhalten eine Funktion von t. Also immer, es geht immer um die Zeit. Jetzt wird uns die Laplace-Transformation im Zeitkontinuierlichen in den Bildbereich führen und stellt euch sowas Ähnliches dabei vor beim Bildbereich wie den Frequenzraum. Ja, ihr kennt ja sowas wie ein Spektrum, ja, wie von verschiedenen Frequenzen aufgetragen sind. Ist zwar nicht ganz genau das Gleiche, aber so in der Vorstellung ist erstmal gar nicht so verkehrt. Ja, Laplace. Was wollen wir machen? Also wir hatten diese fünf Darstellungsformen. Wir haben gesehen, mit der Einheitsimpulsantwort über die Faltung kann ich alles berechnen. Jetzt ist die Frage, was hat die Einheitsimpulsantwort mit der Übertragungsfunktion zu tun? Ja, wie ist dieser Zusammenhang? Und es gibt eine Transformation, eine Integraltransformation, ja, ähnlich wie wir die Faltung gerechnet haben, und zwar die Laplace-Transformation. Die wird diesen Zusammenhang herstellen. Schauen wir sie uns mal an. Also, was macht die Laplace-Transformation? Angenommen, wir haben eine Funktion der Zeit, also zum Beispiel unsere Einheitsimpulsantwort g von t oder auch eine beliebige Funktion f von t. Die multiplizieren wir mit diesem Term e hoch minus st und integrieren von 0 bis unendlich drüber. Durch das Integrieren über alle t's verschwinden die t's und was bleibt übrig? Es bleibt übrig unsere Variable s. Ja, dieses s hier bleibt übrig. Wir bekommen also eine Funktion f von s. Und dieses s, das ist eine im Allgemeinen komplexe Zahl im Bildbereich. Es wird sich zeigen, dass dieses S natürlich auch genau das gleiche S ist, das wir schon aus G von S kennen. Also das ist nicht zufällig gewählt, sondern das ist mit Absicht so. Und es wird sich zeigen, wenn ich hier meine Einheitsimpulsantwort g von t reinstecke in diese Formel, dann bekomme ich die Übertragungsfunktion g von s raus. Also das ist der Zusammenhang zwischen Zeitbereich und Bildbereich, den diese Laplace-Transformation für uns macht. Falls ihr in Büchern lest oder online, ihr werdet sehen, es gibt diese Laplace-Transformation auch noch mit anderen Grenzen als dieser 0 hier. Es gibt sie auch mit minus unendlich bis 0 und verschiedene Varianten davon. Wir werden uns auf den Teil hier beschränken. Geht um andere Fragestellungen, andere Details. Das geht jetzt zu weit für uns. Ich will erstmal noch motivieren, wo dieses e hoch minus st herkommt. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ein Weg ist über die Frequenz, Spektralanalyse über Fourier-Transformation, die haben wir jetzt noch nicht gemacht. Die kommen erst nächstes Semester bei euch. Darum wähle ich einfach mal einen anderen Weg. Aber ihr werdet, wenn ihr die bekommt, auch dort den Zusammenhang sehen. Ja, genau. Laplace ist eine komplexe Erweiterung von Fourier. Was ich erstmal, wie ich beschreiben möchte, ist erstmal: Wenn wir Vektoren haben, dann kann ich so mit dem Skalarprodukt so eine Art Gemeinsamkeit beschreiben. Was ich meine ist, wenn ich diesen Vektor, den roten, wenn ich den Skalar mit dem blauen multipliziere, dann bekomme ich ja das Produkt der Längen mal Cosinus von dem Winkel. Und das ist bedeutet ja, ich mache hier so eine Art Projektion auf den blauen drauf. Wenn ich jetzt ein Orthonormalsystem habe von blauen Vektoren,
kann ich quasi meinen roten in die Welt der blauen zerlegen, ja, über das Skalarprodukt. Also ich kann die Komponenten des roten in blau darstellen. Das ist mit Vektoren. Und jetzt gibt es eine Analogie zwischen dem Skalarprodukt bei Vektoren und dem bei Funktionen. Ich kann nämlich, wenn ich im Raum der Funktionen zwei Funktionen miteinander multipliziere und die darüber integriere, auch so etwas wie eine Art Skalarprodukt definieren. Und jetzt ist es so, wir machen ja bei der bei der Laplace-Transformation multiplizieren wir mit diesem e hoch minus st. Woher kommt das? Wir werden sehen, e hoch st ist eine Eigenfunktion von linearen Differentialgleichungen. Also jede lineare Differentialgleichung mit konstanten Koeffizienten kann ich ja über so einen Ansatz mit e hoch st beschreiben und lösen. Aus diesem Grund wechseln wir quasi in den Raum der Eigenfunktionen und dort ist die Lösung besonders einfach. Also wir machen quasi so einen Basiswechsel. Das ist jetzt ja so ein bisschen schwammig, auch von einer höheren Warte gesprochen. Im Detail ist natürlich nochmal etwas komplizierter, aber es soll erstmal als Motivation reichen, warum diese Formel hier auftaucht und wo die herkommt. Ja, wie rechnen wir das Ganze? Probieren wir es mal aus. Also nehmen wir mal diese Funktion e hoch minus t mal Sigma t. Die will ich Laplace transformieren. Also kommt mein x von t hier rein ins Integral mal meinem e hoch minus st. Und dann kann ich das Ganze zusammenfassen, wenn ich die e-Funktionen zusammenschreibe. Da habe ich hier ich schreibe es mal hier raus, ein e hoch minus t. Das ist in beiden gleich. Und dann habe ich aber einmal beim Grünen habe ich ein s drin stehen und dann beim zweiten, bei der blauen e-Funktion, habe ich ein minus t mal 1. Also bekomme ich hier einen Faktor s plus 1. So sehen die beiden e-Funktionen kombiniert aus. Also das Produkt von e-Funktionen, da addiere ich die Exponenten. Und jetzt integriere ich drüber, dann bekomme ich genau diesen Faktor minus 1 durch s plus 1 nach vorne. Ja. Einsetzen lässt dann die e-Funktion verschwinden und es bleibt mir nur noch dieses 1 durch s plus 1 übrig. Also so funktioniert das Ganze gerechnet. Ja, ihr seid dran. Bestimmt doch bitte die Laplace-Transformierte für Sigma von t. Ganz genau. Also, wenn ich diesen Term hier habe, die Stammfunktion macht mir ein minus 1 durch s unendlich eingesetzt, da verschwindet der e-Term minus 0 eingesetzt, da wird die e-Funktion zu 1 und wegen dem Minus wird das Minus vorne kompensiert. Es bleibt mir einfach 1 durch s übrig. Machen wir noch ein zweites Beispiel, weil es so schön ist. Transformiert bitte folgende Funktion. Genau. Also Integraltransformation heißt ja, ich darf eine Summe, die darf ich einzeln integrieren, also bekomme ich auch für die Summanden einzelne Werte. Den e hoch minus t, den haben wir im Beispiel vorhin schon integriert. Das war 1 durch s plus 1. Und jetzt ist es wenig überraschend, dass ich bei dem hier
1 durch s plus 2 bekomme. Ich kann es nochmal kurz hinschreiben, denn beim Integral von 0 bis unendlich, jetzt nur von diesem Term hier, minus e hoch minus 2t, und dann kommt ja dieses e hoch minus st dran. Den kann ich ja schreiben. Ich kombiniere jetzt nur mal die e-Funktionen. Da habe ich minus t und dann habe ich eine 2 plus s. Und in der Form sehe ich sofort, dass natürlich dieser Faktor 1 durch s plus 2 nach vorne rausfällt und in den Grenzen eingesetzt, ja, kommt dann das genauso raus, wie es auch rauskommen muss. Interessant ist auch noch, das werden wir uns nachher noch anschauen, wenn ich hier den Hauptnenner bilde, bekomme ich so etwas. Also das wird uns natürlich auch noch begleiten, dass wir hier auch Partialbruchzerlegungen werden machen müssen, wenn wir so gemischte Terme im Produkt haben, dass wir wieder die einzelnen Terme hier bekommen. Aber dazu später mehr. Gut, so funktioniert das Ganze rechnerisch per Hand. Wie bei der Faltung ist etwas aufwendig und eigentlich wollen wir einen schnelleren Weg wählen. Und den werde ich euch über Tabellen werde ich euch gleich im nächsten Video beschreiben.